So, herzlich willkommen also zum Rückblick einmal auf die Champions League-Spiele vom 11.10.2022. Ich hatte nun ein Video aufgenommen und da war es mit dem Ton daneben gegangen. Offensichtlich, okay, ich habe den Ton etwas sensibilisiert und da ist es entstanden. Okay, interessiert jetzt hier niemand. Ich möchte es trotzdem nochmal jetzt verarbeiten. Das ist eben so, die Nacht ist dann schlecht, wenn man so schlechte Ergebnisse hat. Und dann natürlich, wenn der Tag weiter voranschreitet, wie es jetzt bereits am Nachmittag ist, dann beruhigt man sich ein bisschen wieder, sieht jetzt auch auf das aus, was heute vielleicht ansteht. Wobei ich da natürlich auch diese Angst, dass es nochmal daneben geht, nicht leugnen kann. Und diese hohen Quoten gewinnt man sowieso nicht so oft. Und so, und dann kann man natürlich auch mal Glück haben und auch wieder Pech haben. Man kann auch daneben liegen. Es gibt viele Möglichkeiten. Trotzdem will ich nochmal die Nachbetrachtung vornehmen. Bei Kopenhagen gegen Manchester City habe ich gesagt, wir halten uns raus. Habe trotzdem oben hingeschrieben, 7,02 auf 1x wäre das Einzige, was man spielen könnte. Und diese Quote hätte natürlich sowieso dann den ganzen Tag rausgehauen. Natürlich jetzt zu sagen, ja, jetzt habe ich aber, fühle ich mich aber schlecht, weil ich das nicht gemacht habe oder so, das ist natürlich Blödsinn auch. Aber trotzdem kann man vielleicht auch manchmal erkennen, dass es oftmals doch nur ein kleiner Schritt ist. Natürlich auch, weil eben die Entscheidung nur da steht, auch 1x oder gar nichts. Ne? Das ist halt in dem zweiten Video, habe ich das nochmal so angemerkt, weil das im ersten nicht so klar zu erkennen war mit der 7,02. Und das habe ich also definitiv auch vor dem Spiel hochgeladen nochmal. Ne? Und wie gesagt, so eine Quote auszulassen ist nicht, wo man sich wirklich ärgern sollte. Kann man natürlich, klar, weil man sehr viel ausgelassen hat, aber man tut es ja trotzdem bewusst. Ne? Und diese Abneigung jetzt eben auch schon am Wochenende gegen Bayern zu spielen oder so. Wir haben ja davor viermal in Folge nicht gewonnen, wo es auch jedes Mal ein Thema war, natürlich das zu spielen oder nicht, weil die Bayern zu spielen auch in der Bundesliga kommt dann nicht in Frage. Und dann haben sie das eine gewonnen und jetzt wieder nicht gewonnen gegen Dortmund. Das war wirklich, aber wie auch immer, das ist eben auch dann manchmal eine prinzipielle Entscheidung. Man sagt, da habe ich keine Lust, mich mit der Maccabi Haifa gegen Juventus Turin-Partie, da habe ich natürlich viel mehr Kopfschmerzen dann oder Bauchschmerzen und was nicht alles für Schmerzen, weil man eben da definitiv auch daneben lag mit der Quoteneinschätzung, mit allem drumherum. Ich habe natürlich gesagt, dass die Ligaform bei Juventus überhaupt nicht gut war und ich habe sie auch am Wochenende gesehen, wo sie bei Milan verloren haben, 0-2, aber Milan ist ja auch dann trotzdem stark und die haben ja gestern auch mich dann im Stich gelassen, in gewisser Weise. Aber dass die Ligaform sich heute auch oft überträgt auf die Champions League-Form, also da hat sich eben viel mehr so ein Zusammenhang irgendwie für mich herausgestellt, obwohl ich ja das halt früher ein bisschen umgekehrt immer kommentiert habe, wo ich halt gesagt habe, es gibt eben die Liga, also die Wettbewerbsform sozusagen. Man spielt hier einen Wettbewerb, vielleicht ist man in dem gut, im anderen nicht so gut. Und manchmal auch diese Fokusprinzip von Manchester City und Liverpool zum Beispiel, der eine holt einen Meistertitel, der andere die Champions League beispielsweise, wo man eben dann manchmal auch sich auf einen Wettbewerb fokussieren kann. Das heißt, da sollte man gar nichts aus der Ligaform ableiten. Alles sind komplexe Dinge, mit denen man sich eben beschäftigen kann, die im Einzelfall natürlich immer überinterpretiert sind, wie es auch die Medien sehr gerne tun, natürlich eben überinterpretieren von einzelnen Ergebnissen, die auch noch versuchen, logisch herleiten zu wollen, dass irgendwas dann irgendeinen zwangsläufigen Charakter bekommt, wenn man es denn weiß, wie es ausgegangen ist. Juventus hat eben nach 6 Minuten es 0-1 kassiert, da habe ich genau eingeschaltet in dem Moment und dann sieht man schon, dass es eben diese Uphill-Battle ist, aber dieses Aufwärts, dass man also, ja, es ist alle verteidigen können alle heute und gerade wenn sie es halt nicht mehr nötig haben beim 0-0, hat eben doch jeder die Angst, wenn wir ein Tor kassieren und ein Tor ist ja fast immer Tendenz sogar entscheidend, wie man hier auch in dem Ergebnispaket sieht, wenn man auf alle Ergebnisse guckt, dass, also klar, die 2-0 ausgegangen sind, aber das war ja sowieso keine Tendenzänderung.
Und die, wo 1-0 oder 1-1, macht eben jedes Tor eine Tendenzänderung aus. Und wenn man also dieses eine Tor, sagen, wenn es 0-0 steht, dann würde jedes Tor einem mit ganz leeren Händen dastehen lassen. Hat man also Angst davor und weiß auch, dass es die Entscheidung bringen kann, so wie der moderne Fußball eben heute ist und wie ich es aber auch gut finde, aber das ist ja dann wieder ein ganz anderes Thema. Aber dass eben dann Maccabi jetzt mit der Führung im Rücken natürlich Publikum noch euphorischer und trotzdem, dass man jetzt sagt, wenn wir durchhalten eine Weile und kein Tor kassieren, wenn es dann irgendwann fällt, ist es immer noch 1-1 und wir haben noch nicht verloren. Und das ist halt so eine viel bessere Perspektive, aus der heraus es sich dann oft gut spielen lässt. Deswegen gucke ich ganz viele Spiele heute nur noch bis zum ersten Tor, weil ich sage, ich möchte die Spielverhältnisse beurteilen können an einem neutralen Spielstand. Und der einzig neutrale Spielstand ist 0-0. 1-1 ist es auch nicht, denn meistens ist die Minute dann schon fortgeschritten und dann oftmals plätschert es dann schon so aus, sozusagen. Wenn es jetzt also in der 75. ist 1-1 fällt, jetzt kannst du es ja auch beurteilen, weil jetzt ist es neutral. Kann man zwar gucken, aber die Frage ist, ob man daraus ein Urteil bezieht. Ne? Und ja, also das sind alles so Aspekte jetzt, wo ich ihm sage, ja, manchmal passiert es eben und da kommt eine Flanke und der Kopfball und 1-0 und es hat sich schon erledigt mit deinem Tipp. Ne? Auch eben wegen der extremen Chancenverschiebung. Also unabhängig davon, dass man jetzt sagen könnte, nun liegen sie halt ein Tor hinten oder sowas, jetzt müssen halt zwei machen. Also die Chancenverschiebung ist extrem, die mit so einem Tor einhergeht. Deswegen kann ich ja sagen, wenn das 0-1 fällt nach 6 Minuten, habe ich sowieso eine katastrophale Wette. Also da, dann könnte ich ja live spielen, dann würde ich ja 2,8 bekommen oder was weiß ich, was ich dann bekomme. 3,2 oder so. Also auf den Sieg, weil es eben so unwahrscheinlich geworden ist, anstatt eine 1,38. Ne? Aber wie gesagt, das sind dann Spiele, guckt man 90 Minuten und sieht auch Juve sich bemühen und man kennt ja jeden einzelnen Spieler, weiß auch, was er kann und 25-facher Kader wert, was er dann angesagt hat, was ich nicht wusste, aber ich habe es oftmals den Vergleich gemacht, wo ich dann auch bei dreifachem Kaderwert sage, ich kommt die Quote raus, 1,65 oder was weiß ich, was man manchmal für Quoten halt auch an dem Kaderwert festmachen kann, weil es gilt eher für den Ligabetrieb, aber man kann eben daraus auch was ablesen. Aber wie gesagt, die Juve hat sich unheimlich bemüht und versucht eben sehr systematisch, sich auch die Chancen herauszuspielen und versucht eben nicht irgendeinen wilden Abschluss. Könnte man sagen, ist es italienische Mentalität. Für mich hat sich da jetzt auch so sehr viel verschoben gegenüber, naja, wo ich das noch mit aufgewachsen bin in 16, 17 Jahren. Helenio Herrera und Catenaccio und so, das ist gar nicht mehr das Thema. Die spielen ganz modernen Fußball und so, sind jetzt bloß der Hauptmusik vielleicht ein ganz bisschen hinterher. Im Moment die italienischen Mannschaften, die ja auch nicht aus Italienern bestehen und Allegri ist zwar ein italienischer Trainer, aber natürlich auch internationales Format. So, wie auch immer, jedenfalls, man versucht eben keinen wilden Abschluss, sodass eben nachher, glaube ich, in der Torschussstatistik steht sogar 13-10 für Maccabi, die es aber auch wirklich super gemacht haben. Es war halt eine schlechte Wette. Und trotzdem kann man halt sagen, ja, manchmal fällt auch nicht das 0-1 nach 6 Minuten und dann wird es vielleicht ein ganz anderes Spiel. Ne? So, wie gesagt, dann habe ich eben eingeschaltet Milan gegen Chelsea und habe eben dann auf Milan so ein bisschen gehofft. Der Sprecher war da sehr zufrieden mit ihnen in der Anfangsphase. Ich war also auch erst zufrieden und dann hat es sogar für mich erheblich nachgelassen. Also nur ein paar Minuten lang, wo ich dann dachte, nee, also und was er redet, da höre ich sowieso nicht gerne. Und finde ich alles Mist, falsch beurteilt. Aber mir hat es nicht mehr so gefallen. Dann kam halt die Torchance zustande, die ich ja auch ein bisschen vielleicht sich angekündigt hat sogar, weil Milan hat sich eben so einen Anfangsschwung nehmen lassen. Kann man aber auch sagen, liegt an der Klasse von Chelsea, die ja auch als Favorit, leichter Favorit gehandelt wurden. Und dann kommt die Torchance und der hält ihn am Trikot und zieht ihn runter und macht nochmal. Und dann ist es eben Elfmeter, das ist ganz klar, nur die Doppelbestrafung. Also den Elfmeter, den hätte ich es mir vielleicht auch noch angeschaut. Aber nach der Doppelbestrafung Rot und Elfmeter habe ich es ausgeschaltet. Aber ich sage nicht, dass ich Doppelbestrafung falsch finde. Aber ich finde es richtig. Was ich aber falsch finde, ist natürlich eine Ungleichbeurteilung. Und hier würde ich sagen, da war natürlich Milan dann auch entsetzt, weil sie eben sagen, hey, wir kennen alle die Regeln
Und normalerweise wird es nicht so ausgelegt. Und auch wenn es in Regeln so steht, ich weiß es nicht, wie es im Moment mit der Doppelbestrafungsparagraf ausfällt, aber das war jedenfalls, oftmals wird das Argument eben gebracht, dass es eben keine geben soll. Und so hat, wie gesagt, Milan dann Unterzahlentor weggegeben, also 0-1. Da habe ich weggeschaltet. Und dann interessiert mich das Spiel auch nicht mehr. Ist halt eine Wette verloren. Ich bin nicht zufrieden mit der Einschätzung und mit der Situation und Beurteilungssituation. Da rege ich mich nicht drüber auf, ganz bestimmt nicht, weil ich es richtig finde und auch das Missverhältnis, selbst wenn es gegeben ist, nicht falsch. Das ist mir dann egal. Also da werde ich jetzt nicht davon, kriege ich nicht zusätzliche Bauchschmerzen. Dass ich jetzt sage, ja, weil es meine sind, kriegen sie auf einmal Doppelbestrafung. Überhaupt nicht, sondern das ist halt passiert. Ich will auch das Spiel bei 0-1 nicht sehen, auch mit 11 gegen 11 nicht, auch wenn ich es weitergeguckt hätte. Vielleicht. Ich bin dann rübergegangen zu Dynamo Zagreb gegen Salzburg und habe ein unglaublich gutes Spiel und intensives Spiel von beiden Seiten gesehen, was eben wirklich absolut Champions League-Format hat. Und jeder auf diesem Level jetzt scheint eben begriffen zu haben. Also, nee, was heißt begriffen? Also, ich meine, dass die Trainer, Zuschauer, das, Hymne, alles. Aber wie das hier abgeht und was man hier zu leisten hat, um einen Punkt oder ein Tor zu schießen oder ein Spiel zu gewinnen. Und sie haben alles da von beiden Seiten. Und wenn der Sprecher dann sagt, plötzlich ein wildes Spiel, also dann frage ich, ist denn immer nur Unzufriedenheit bei dir oder was? Ich meine, jeder Ball ist umkämpft und es ist jeder Verteidiger macht auch alles richtig, steht immer richtig, deckt den Raum zu, deckt den Mann ab, ist immer direkt am Gegenspieler dran. Man bekommt nie Zeit, einen Ball zu verarbeiten. Trotzdem machen sie es ständig überragend, auch mit direkten Weiterleitungen und alles. Die Verteidiger aber wissen eben ganz genau, was sie zu erwarten haben und stehen richtig und so weiter. Und dann kommt man eben nicht durch. Und dann zu sagen, wenn jetzt zweimal der Ball hin und her auch die Partei wechselt halt, dann zu sagen, ist ein wildes Spiel, ist es denn eine Beschwerde, ist er denn immer unzufrieden, egal was da passiert, wenn es eben Action gibt, einfach beides. Und nämlich, also sie haben überhaupt keine Sensibilität dafür, die Sprecher, aber die Sprecher jetzt auch noch reinzunehmen in das, was mich dann ärgert oder so. Das ist ja Standard, so wird es immer gemacht, aber es ist halt immer gleichermaßen schlecht. Und das darf ich natürlich gerne auch sagen und dabei empfinden und dabei meinetwegen auch gerne erklären, zusätzlich, dass eben hier, dass man das dann immer noch mitertragen muss, was ich natürlich auch, wenn meine gewinnen, ist es ja auch nicht anders, ne? Aber also dann ist es genauso schlecht und ärgert mich auch genauso, klar. Man ist dann innerlich vielleicht ein bisschen entspannter oder so und sagt, ja, ich weiß, kenne den Müll, den ihr da erzählt, auch immer am Spielstand orientiert und eben die permanente Unzufriedenheit halt auch, wenn keine Torchance, dann fehlt immer was und die bräuchten das und ich weiß ja gar nicht, welche Partei bist du, wenn du sagst, die bräuchten das oder so, ne? Und zu ungenau und ich weiß auch nicht, also permanent fehlt irgendwas und was ihn da unglücklich macht. Nur wenn es zustande kommt und ein Tor fällt, dann ist ja das Hallo noch viel größer und die Aufregung, wie kann man denn so frei und das und eine Einladung zum Tore schießen hat dann natürlich keine Mühe und viel zu einfach und so ein Tor darfst du nie und nimmer kassieren. Und gut, aber das ist jetzt nochmal ein Extrapunkt. Gut, also ich habe bei Zagreb gegen Salzburg reingeschaut, beziehungsweise durchgeschaut bis zum Ende. Und bin natürlich, die Quote, die ich gemacht habe, war ein Fehler. Definitiv 2,1 ist Blödsinn und nicht, weil 2,1 falsch ist, sondern weil es im Verhältnis zum Hinspielkurs falsch ist. Und eine 1,70 habe ich da gemacht und wir haben diskutiert darüber, ob man sie spielen könnte oder nicht. Ich habe gesagt, nein, reicht mir nicht, der Kurs war eine gute Entscheidung, obwohl sie gewonnen haben. Dann sage ich trotzdem, es war richtig, nicht Salzburg zu spielen im Hinspiel, trotz des 1-0 mühevollen und Zagreb hat da auch schon gezeigt, was sie können. Jedenfalls war die 2-1, also zu einer 1,70 passt dann im Auswärtsspiel ab 2,50 können wir diskutieren. Und das hat der Markt auch gemacht. Der Markt hat sozusagen seine Einschätzung nicht angepasst. Wenn ich also logisch gehandelt hätte, hätte ich 2,50 gemacht und hätte es nicht gespielt. Wenn ich es gespielt habe, habe ich eben einen Fehler gemacht. Und trotzdem kann es ja passieren, dass man auch eine schlechte Wette gewinnt, aus Versehen. Also einfach, weil sie ein Tor schießen. Dann hat eben Salzburg trotzdem in der zweiten Halbzeit ein bisschen vergleichbar mit Union gegen Stuttgart tatsächlich so, wir können das gewinnen.
wer Union bei Stuttgart gesehen hat, die dann auch das Siegtor geschafft haben, wo ich es auch finde, da hatte ich ja auch den Tipp, da war der Quote 2,9, glaube ich, 2,84 oder so. Also jedenfalls auch ähnlich in der Größenordnung. Und da finde ich, naja, da hat sich dann eben bewahrheitet und dafür war ich auch vollkommen okay. Da stimmt es ja auch mit den Zahlen. Also da war es definitiv eine beabsichtigte Wette, die auf Salzburg war. Bei klarem Verstand wäre sie nicht zustande gekommen. Trotzdem haben die Spiele ähnlichen Charakter gehabt. Das heißt also, Salzburg hat dann auch so immer mehr gespürt, Mensch, wenn wir noch ein bisschen mehr und dann machen wir das Siegtor, obwohl Zagreb eben überragend stark war. Also wie gesagt, das ist ein Niveau, oder wenn man sagt, ja, Salzburg ist doch die leicht bessere Mannschaft, es wäre eben an den 1,70 natürlich im Heimspiel und jetzt 2,80 oder was auch immer auf Zagreb im deren Heimspiel wäre es ja sowieso die 10% Unterschied in der Einschätzung zu spüren gewesen. Die waren auch sichtbar, aber das ist natürlich nicht in einem Spiel, dass man jetzt sagen kann, es ist, die sind klar besser oder so. Ne? Ist ja auch das Auswärtsspiel, wo es dann eben gleich bewertet wird. Der Heimvorteil wiegt auf den gewissen Leistungsunterschied, was eben einfach ein Fakt ist. Und der Heimvorteil macht sich natürlich auch spürbar, indem eben diese Anfeuerung definitiv den Spielern hilft, dass man eben mehr laufen kann. Die Frage ist, ob man dann in einer Drucksituation jetzt, also auch in einer Abschlusssituation, ob man dann kühlen Kopf wahrt, wenn man eben denkt, ich kann die Masse glücklich machen. Wir sind hier alle gewohnt und alles ist Standard heute. Nur ich weiß trotzdem, dass gelegentlich, also in Deutschland, also speziell, wenn diese Siegerwartungen ausgesprochen werden, dass dann eben teilweise HSV oder so steigt nicht auf, wegen des äußeren Erfolgsdrucks. Also sage ich jetzt als gewissen extra Grund, dass man eben zu viel Druck machen kann und dass dann doch irgendwann es klemmt. Ne? Und Kaiserslautern steigt ab, weil dann eben ja die ganze Region oder so, ne? Jetzt sind sie ja wieder in der zweiten Liga wenigstens, aber da sind sie ja mal in die dritte Liga abgestiegen. Die ganze Region, wie damals Fritz Walter oder so sagte, ist betroffen. Also dass dann ein bisschen zu viel Druck auf den Schultern lastet. Ist aber bei Zagreb sowieso nicht gegeben, weil sie ja ein Außenseiter sind. Ich wollte es nur mal als Aspekt nennen, auf was man eben alles manchmal achten kann oder mit einbeziehen kann in die Berechnung oder in die Überlegung. Nur, ja. Wie gesagt, ich war dann also doch zufrieden mit dem Tipp, weil eben Salzburg doch dann so viel näher dran war. Also nur ein kleines bisschen, aber so dass ich auch sage, es reicht mir gerade so. Aber damit will ich meinen Fehler jetzt nicht ungeschehen machen. Im Anschluss habe ich mir noch angeguckt, die Partie, Celtic gegen Leipzig habe ich sogar noch geguckt, 90 Minuten und war eben, also ich habe vielleicht mal irgendwann zwischendurch bin ich weitergegangen, Halbzeit überspringe ich sowieso, aber dass ich das sehen wollte, auch aus Leidenschaft irgendwo für den Fußball oder weil ich gesagt habe, ich drücke Celtic die Daumen, die haben es wieder super gemacht, auch mit einer fantastischen Unterstützung, das Spiel war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, aber auch wenn Leipzig meinetwegen das kleine Mühe besser war, oder wie auch immer dann am Ende. Und Marco Rose sagt ja auch nachher, zweite Halbzeit haben sie es gut gemacht. Aber Celtic hatte auch in der ersten Halbzeit gute Chancen, so gute, dass man sagen könnte, der Sprecher meinte da überraschenderweise, hätten sogar eher die, ist glücklich für Leipzig das Unentschieden. Naja, hat Celtic nicht das Glück gehabt, hat dann eben Leipzig gehabt. Habe ich mir aber angeguckt, ohne Tippbeteiligung. Obwohl ja da steht sogar in Klammern die 2, auch im Vorschauvideo. Und das wäre ja dann sogar aufgegangen, aber das will ich jetzt überhaupt nicht natürlich hier anlassen, aber man sieht vielleicht manchmal halt, wie eng die Entscheidungen auch sind. Ne? Und dann habe ich mir noch PSG gegen Benfica angeguckt, aber nur bis zur Führung von PSG, weil ich ihm sagte, bis zum 1-0 ist es dann immer interessant und bin natürlich total zufrieden mit dem Fußball, den ich zu sehen bekomme, weil er überragend ist. Ein Fußballer wie Mbappé gab es eben noch nicht, so wie es bei Schachweltmeistern dann immer von einem zum nächsten doch ein höheres Niveau wird und jetzt Quatsch wäre, es Blödsinn wäre, Kasparov mit Fischer oder Magnus Carlsen mit Kasparov zu vergleichen oder wenn man eben letztendlich sind sie halt immer in der nächsten Stufe doch ein bisschen besser und so betrifft es auch Mbappé gegenüber Ronaldo oder so, ohne irgendjemandem hier Messi zu nahe treten zu wollen, es ist immer dann nochmal ne, eine neue Usain Bolt gegenüber Armin Hari, ich weiß nicht, wer den noch kennt, aber Fakt ist,
es muss ja dann immer etwas besser werden oder genauso gut sein, ne? Und es wird eben auf Dauer immer besser. Und Mbappé eben fantastisch, aber wenn er eben sagt, jetzt vorher, er hat die Freigabe erbeten, kann man es eben auch wieder umkehren und dann sagen, ja, dann hättest du doch gegen PSG. Da ist ja der Kurs auch ein bisschen angestiegen, vielleicht ja auch genau deswegen, ne? Dass eben, naja, wenn der Superstar keine Lust mehr hat, ne? Obwohl Neymar, Messi war ja draußen sogar. Aber fantastische Klasse, was sie auf den Platz bringt, auch wenn mich Benfica natürlich hier auch beeindruckt hat. Also das haben sie im Hinspiel schon, dass sie auch durchgehalten haben und auch selber Druck machen konnten, aber auch im Rückspiel, dass sie eben wirklich halt auf Top-Niveau mitspielen können. Und das hat der Markt auch gesagt. Und ist es meinetwegen eine schlechte Wette, weiß ich nicht. Aber wenn eben der Favorit dann auch verdientermaßen für mich in Führung geht, könnte man auch sagen, ja, so ein Spiel könnte man auch spaßeshalber mal gewinnen, ne? Dortmund gegen Sevilla habe ich überhaupt nicht gesehen, Schachtja gegen Real habe ich auch nicht gesehen. Und dann weiß ich auch gar nichts darüber weiter zu sagen, ne? Wenn ich eben jetzt die Spiele nicht gesehen habe. Andererseits habe ich eben hier nochmal aufgeführt, erstens haben wir 14 Tore nur in 8 Spielen, 1,75 pro Spiel mit den Tendenzänderungen, habe ich schon drüber gesprochen. Wenn der Fußball und was die Leute können, fantastisch alles ist, dann finde ich trotzdem eben, dass Tore der Sache hier besser gut tun würden, mehr Tore, mehr zählbare Ereignisse und auch, ja, also das hätte in jeder Hinsicht positive Auswirkungen. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber insofern beobachte ich das immer darauf. Aber ich habe natürlich dazu auch eine Menge zu sagen, viele Videos aufgezeichnet und natürlich auch viel Text geschrieben, den ich auch gerne wieder zugänglich machen möchte. Aber das nur mal so angemerkt, eben, dass das immer dann achte ich darauf, wie viele Tore fallen, wie sich der Toreschnitt entwickelt. Und natürlich hängt davon auch wieder Schiedsrichterverhalten, Spielerverhalten, Trainereinstellungen ab, wenn man weiß, wie schlimm es ist, ein Tor zu kassieren. Weil die Freude, eins zu schießen, ist vielleicht groß, aber es ist so schwer. Und das Verteidigen ist eben vergleichsweise doch einfach, wie es eben Maccabi dann auch gezeigt hat. Und eben ein Tor macht oft den Unterschied aus, was eben ein bisschen bedauerlich ist. So, und die 4x1-1 ist eben dann natürlich auch die, ja, soll ich sagen, Tendenz oder soll man sich daran erfreuen, dass man sagt, ja, wenn ein Tor fällt, dann haben sie noch nicht gewonnen, vielleicht macht ja einer einen Ausgleich. So, also als einziges Drama auszurufen, ne? 1-0, mal schauen, ob es noch 1-1 wird oder 1-0 bleibt oder vielleicht sogar das 2-0 fällt. Also viel mehr an Drama ist dann eben nicht. So, aber hier war es eben auch wichtig, jetzt Favorit oder Außenseiter, das habe ich hinten nochmal hingeschrieben. Und da sind eben 6-mal nicht die Favoritenereignisse gekommen, was ich eben auch sehr wichtig finde, dass man darauf achtet, dass man eben so, weil also die grundsätzlich ist die Strategie mehr Außenseiter, würde ich sagen, aber das ist halt nicht nur eine allgemeine, da muss man Spiel für Spiel schauen. Aber da habe ich eben mal am Anfang vor der Champions League so ein Video aufgenommen und dann muss ich eben sagen, ja, da habe ich ja dann auch genauer statistisch untersucht und sowas, dass eben die Aussage falsch war. Und es hat sich eben jetzt hier auch wieder bestätigt, auch am vierten Spieltag, wo ich meinte, manchmal gegen zweite Hälfte, dann, wenn es auf die Entscheidung zugeht, setzen sich die Favoriten eher durch. Sie setzen sich ja vielleicht in den Gruppen noch durch und das kann man vielleicht auch noch erwarten, dass natürlich dann trotzdem die Top-Mannschaften immer vorne stehen, aber es für die einzelnen Spiele nicht. Und wenn sie dann eben mit 2 Siegen und 3 Unentschieden oder sowas, dann ist es eben ja nicht jetzt ein Start-Zielsieg, sondern halt, ja, wir sind durchgekommen, jedes Spiel war hart, naja, Schweiß abwischen und jetzt geht's weiter, ne? So, und das ist natürlich ein Unterschied jetzt, ja, früher, soll ich früher sagen, sage ich auch gar nicht, aber gegenüber einem Durchmarsch oder so, ne, wenn man alle Spiele gewinnt und somit sich eine Favoritenstellung da untermauert, es ist eben jedes Spiel eng. Auch wenn jetzt ein Sieg rauskommt, ist es halt knapp und so und auch eben sehr umkämpft. So, aber jetzt gehe ich auch raus und tschüss und vielen Dank und ich habe es jetzt aufgearbeitet. Bin damit durch. -2 Einheiten ist ja noch wichtig zu sagen. Durch das Sevilla-Spiel, durch den Sieg, habe ich eben 2 Spiele ja aufgeholt und die anderen 2, die falsch waren, die sind halt im Minus. Also, weil die Quote 3,0 war auf Sevilla, verliert nicht. So. Also ungefähr 2 Einheiten minus. So, das ist es jetzt schon.